Hi, herzlich willkommen zurück zu Ich kann's echt nicht fassen, dass ich dieses Spiel immer noch weiterspiele. In Klammern, Yoshi's Island Attack. Heute geht's ins Schloss. Damit meine ich ein offizielles Schloss. Und nein, ich freue mich überhaupt nicht darüber. Ja. Ich habe vor, dieses Spiel zu Ende zu spielen, aber wir werden mal sehen, wie weit es noch kommt. Es könnte mit jedem Part eigentlich zu Ende sein. Weil, oh, ihr wisst genau warum. Wer den letzten Part gesehen hat, weiß warum. So, wie geht's hier weiter? Ah, oh, schade, man fällt doch darunter. So, kann man noch rüberspringen? Ich hoffe mal, weil sonst weiß ich nicht, wie es hier weitergeht. Ah, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht unten lang. Ja, gut, zum Glück. Ich dachte, das ist hier so eine ominöse... Ja, guck mal selber, wie du weiterkommst. Nummer. So, Treppe. Und Sternteile. Und Schwimmen. Oh, fuck. So, ja. Und dann so. Bauen wir hier eine Pflanze rein. Alles klar. Ups, da hat er das Baby. Mr. Frosch. Mr. Frosch, gibt's einen Schlüssel? Wow, das war jetzt mal ein dicker Bossraum. Einer von denen. Hm. Ich kann auch hier lang gehen. Aber ich kann auch in die Tür reingehen. Gehen wir in die Tür rein. Ah, ich verstehe schon. Irgendwie, nein. Gut, machen wir es so. Ui, na gut, rennen wir einfach durch. Ich hab's eh verkackt. So, jetzt bin ich hier. Kann wieder in zwei Richtungen gehen. Ich weiß auch nicht so ganz, wo der richtige Weg liegt. Ich meine, ach du Scheiße, unter mir hatte ich das Baby. Krallt das ja echt. Ne? Sowas gehört sich echt nicht. Gut. Ach du Scheiße. Warte mal, wie soll ich das denn machen? Mit dem Typen hier? Ah, ich kann auf ihm drauf rumlaufen, genau. So war das. Oh, jetzt sollte es auch eine Ewigkeit hier. Ich glaube, ja, ich hätte mit dem einen Sprung schaffen müssen. Moment, das mache ich jetzt nochmal. Ich muss mit dem so diesen einen Sprung hier. So und dann abspringen. Nur irgendwie gibt es keinen Abspringknopf. Das ist jetzt blöd. Ich kann echt nicht von dem abspringen, Moment. Ich weiß nicht. Okay, ich kann runterfallen von ihm. Aber ist das die Lösung? Nein, ich weiß nicht. Also es gibt keinen Abspringknopf, es gibt nur einen Runterfall- und Stirbknopf. Wenn ihr versteht, was ich meine. So etwa, okay. Alles für eine leckere Blume, super. Oha. Meint ihr das ernst? Okay, ich hab's geschafft, aber... ja, geh mal bitte. Gut, ich denke nicht, dass das wert war für eine Blume. Aber ich hab's jetzt auf jeden Fall geschafft. Jetzt gehe ich hier lang. Wo ist das Baby? Da. Okay. Kann man die Frösche irgendwie töten oder so? Es wäre auch einfacher. Gut, danke. Einer von vielen ist tot. So. Wir haben es fast geschafft. Komm, durch da. Yes. Okay, ein Schlüssel. Ich denke mal, das war nötig. Das will ich zumindest mal hoffen, da ich das nicht umsonst hier gemacht habe. Ups. Nein, ich wollte ihn eigentlich... Ach, Mann, ich wollte das Ding eigentlich abschießen, aber es mag... Wir haben es verrecken nicht gelingen. Nein, du schießt nicht auf mich. Oh, fuck, jetzt wäre ich beinahe durchgekommen. Nein. Komm. Ah, geschafft. Weit gekommen. Moment, wenn ich hier sterben würde, rein theoretisch ohne Safe States, dann würde ich auch vor der Tür ohne Schlüssel anfangen, oder? Das wäre ungefähr
gar kein Checkpoint, sondern eigentlich nur, man fängt das selber an einer noch ungünstigeren Stelle als sonst, haben die so ein Nuschellicht und so. Ach komm, nach ganz unten, bist du bescheuert oder was? Jetzt komm her, reiß dich zusammen. Gib mir das, dann muss ich hier Gegner töten. Ah fuck, okay. Nein, Rewind. Gib her. So, der ist erledigt. Du und du, ich brauche neue Eier. Komm her. Oh fuck, ich renne verdurch. Da unten kann man auch irgendwie hin. Muss ich nur mal gucken, wie. Ach ne, nicht schon wieder der Scheiß, okay. Ich sehe schon. Komm, schnell. Rüber da. Okay, das reicht. Komm, verschwinde. Ich hoffe, hier bin ich überhaupt richtig. Ich meine, es gibt wieder 100 Wege, wie ihr gesehen habt. Ich glaube, der Weg hier ist, oder diese ganze Tür, ist, damit ich eine rote Münze hier bekommen kann, oder? Oh, zwei. Entschuldigung, mein Fehler. Gut. Nee, das ist natürlich nicht sehr interessant dann für mich. Oh, der hat mir einen guten Boost gegeben. Ah, ficken. Ich dachte, ich springe mal auf den Fisch. Okay, die Tür. Fühl mich irgendwie zum Ziel. Was hat die Wolke gemacht? Oh Mann, das ist genau so ein Scheißweg hier wieder, habe ich recht? Ja, ist es. Okay. Wenn ich alle Gegner ja tot bekommen würde, dann würde ich ja auch gut durchkommen. So, der Frosch hier. Ja. Deine Mutter auch. Und jetzt dieser Piranha da. So, ich habe den erwischt. Den habe ich nicht erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Bitte sei nicht nur für eine Blume. Oh, der ganze Weg war für so eine verkackte Blume. Es ist immer dasselbe. Vor allem, ich komme noch nicht mal ganz rüber. Der Typ beschützt das ziemlich gut. So. Ja, und jetzt? Jetzt will ich die auch haben. Ja, okay. Oh Mann. Ich wünsche, die würden das irgendwie kennzeichnen können. Optional. Geh hier nicht rein. Hier verschwendest du nur deine Zeit. Und weg ist das Kind. So, noch eine Tür. Gehen wir mal hier rein. Ein Sternenkreis. Das scheint schon mal kein verkehrtes Zeichen zu sein. Ich habe noch einen Schlüssel. Ich weiß nicht mal mehr, woher ich ihn habe. Aber das sieht mir nach Ziel eigentlich fast aus. Moment. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Eigentlich gar nichts. Okay. Gehen wir wieder raus. Boom. Okay. Was? Moment. Gehen wir einfach hier rein. Ah, okay, Boss-Tür. Irgendwie habe ich es dahin geschafft. So, einen Boss kennt man eigentlich aus Yoshi's Island, sofern er nicht verändert ist. Kleine Ups und nun bin ich meine Probleme für immer los. So, also ich werde klein gemacht und aufgegessen. Und bin halt in seinem Magen. Ich glaube, der Boss ist unverändert. Der Trick ist einfach, hier stehen zu bleiben, in der Mitte. Wo die ganze Magensäure runterkommt. So, und dann... Obwohl, nein, ist es nicht. Das war es früher, aber da wurde es, glaube ich, doch ein bisschen verändert. Weil ich hatte Erinnerung, ich konnte echt immer in der Mitte stehen bleiben. Und da fiel halt keine Magensäure immer. Also, nicht keine Magensäure immer, sondern da fiel wirklich niemals was hin. Das war die sichere Stelle bei diesem Boss. Deswegen... Aber warum nicht? Dann wird das Ganze mal ein bisschen mehr challenging. Das mag ich zumindest bei diesem Boss. Und ich mag es. Sowas mag ich. Ich mag es aber wiederum nicht, wenn Levels einfach zum Kotzen aufgebaut werden. Aber das ist in diesem Part eigentlich gar nicht so vollkommen bis jetzt. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Kann noch viel passieren. Da friss. Und er ist tot.
Yeah, Disco im Magen und wir werden erstmal ausgeschissen. So, und genau, guckt auf Yoshis Gesicht. Er weiß genau, was da gerade passiert ist. So, auf jeden Fall geschafft. Yeah, yeah, yeah. Okay, und nächstes Level. Gut, bin wieder da. Musste kurz eine Unterbrechung machen, weil mein PC am Rumspinnen war. Ich habe wirklich einen sehr seltsamen PC. Egal, der hat irgendwie die Aufnahme dann regelrecht zerstört, weil einfach irgendwelche Pop-Ups einfach kommen. Und mein Charakter einfach weiter nach rechts läuft und es war ein Desaster. Und ich dachte mir, das muss jetzt nicht sein. Und ich bin ungefähr hier lang gestorben. So. Also, ist nicht wirklich viel passiert. Ich bin einfach nur selber reingegangen. So. Sieht ja ganz nett aus, ne? Mann, ich glaube, der Schein trügt. Ich bin sehr misstrauisch. Moment, das ist ein Geheimnis. Nö, ist es nicht. Oh, hey, Mister. So, der ist erledigt. Was? Oh Mann, ich habe keinen Sprung gesehen, dass ich erwischt wurde. Oh, perfekt stand er da. Ja, so sieht's aus. Okay. Oh nein, ich muss wieder mit dem Viech. Oh, ich hasse das Ding. Wie oft kam das in Yoshi's Island vor? Vielleicht einmal? Hier ist er in jedem Level auf einmal vertreten. Na, komm. Hier sind bestimmt irgendwo noch Löcher oder sowas. Versteckt hinter dem Vordergrund da. So, hoffentlich brauche ich ihn nicht mehr. Ich gehe jetzt runter von dem und verlasse mich drauf, ich brauche ihn nicht mehr. Gut, sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Yeah, Steinkreis. Boah, und diese Bombe wird dann auf mich geschmissen, nachdem man sich verwandelt hat. Ich denke so, ja, man ist sicher. Am ersten ist man sicher. Okay, dann geht man wenigstens sterben. Oh shit. Ah. Kaum gesehen, schon erwischt. Ah, aber dafür bin ich irgendwie hier oben gelandet. Ich hoffe, das war das Richtige, was ich da mache. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach hier weiter. Wow. So, tschüss. Moment. Ja. Oh nein. Nicht schon wieder. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich will einfach nur hier raus. Ich will nicht irgendeine Scheiße mit dem Stein hier machen. Wow. Moment. Ach, natürlich fährt man da durch. So, schon besser. Hab ja noch Melonenkerne. Kann ich auch mal nutzen. Moment. Wieso wurde mein Zungenspiel hier irgendwie geblockt? Wenn ich versuche, das Viech zu essen. Ach egal, ich springe einfach rüber. Nein, tue ich natürlich nicht. So, weg. Habe ich einen Schlüssel? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Kein Bonus-Game für mich. Weg mit dir. Oh. Ein Geheimnis. Wow, tolles Geheimnis. Ich bin sehr geflasht. Und gerührt. So. Ja, die kommen jetzt sehr ungünstig. Moment. Boah, man kann da echt nicht durch, ohne sich nicht einmal irgendwie nicht treffen zu lassen. Ach, scheiße, du Typ, ey. Ich hab's eilig irgendwie zufällig gerade. Komm. Ach, das schafft natürlich niemals. Na toll. So. Gib mir mal einen. Kann man den nicht irgendwie. Ah, okay, dann nicht. Pech gehabt. Ich glaube, ich gehe da rein. Da hinten ist mir zu viel Action. Was mit dem Stein? Muss ich irgendwie mitverfolgen oder so? Weil wenn ja, habe ich es verkackt.
Nein, ich renne nicht den Weg zurück. Okay, da war eine Blume. Also müssen wir also hier lang. Aber schnell. Ich versuche alles aufzuessen. Ach Mist. Komm. Weg mit dir. So, oh, das wird unschön. Ich töte einfach schnell. Oder ich renne einfach an ihm vorbei. Das ist auch eine Lösung. So, geschafft. Gut, dann wäre es das für heute. Das war, wie man ein bisschen gemerkt hat, ein bisschen entspannender als der letzte Part. Aber der Schwierigkeitsgrad, er schläft nicht. Er ist immer noch irgendwie vorhanden, ne? Finde ich ja tendenziell nicht schlecht, dass das ein schwerer Hack ist. Aber man muss gucken, dass man das auch angenehm zu spielen gestaltet, wenn ihr wisst, was ich meine. Egal. Jedenfalls war das besser als letztes Mal. Das ist das, was ich uns gut habe zu sagen. Und beim nächsten Mal sehen wir dann mehr und mal gucken, was uns dann erwartet. Erwartet das Unerwartete. Das Spiel ist voll Überraschung. Bis dann.